Wie sicher ist eigentlich dein Erspartes auf deinem Bankkonto, auf dem Girokonto in der EU? Sind im Fall einer Bankenpleite wirklich bis zu 100.000 Euro durch Einlagensicherungsfonds oder und staatliche Garantien abgesichert? Die Realität sieht anders aus, was ich euch an einem Beispiel von vor über 10 Jahren verdeutlichen möchte. Ich habe mit einem Mann gesprochen, der von heute auf morgen weit über 200.000 Euro verloren hat und alles über 100.000 war zu der Hälfte weg. Und du denkst, ja, das kann aber doch hier nicht passieren. Und genau darum geht es im heutigen Video. Los geht's! Ja, es gibt ja wieder Zinsen auf dem Tagesgeldkonto oder Festgeld. Zwar nicht genug, um die reale Inflation auszugleichen, dennoch wollen viele Anleger Liquidität parken und zumindest ein paar Zinsen bekommen. Doch, wie sicher ist ein größeres Kontoguthaben in Deutschland bzw. der EU im Fall einer Bankpleite? Laut den bunten Prospekten und Internetauftritten der Banken ist alles ganz sicher. Zumindest bis 100.000 Euro Guthaben. An erster Stelle werden hier immer die sogenannten nationalen gesetzlichen Einlagensicherungsfonds genannt. In Deutschland ist dies die Entschädigungseinrichtung Deutscher Banken GmbH im Sinne des Einlagensicherungsgesetzes. Diese gesetzliche Entschädigungseinrichtung Deutscher Banken existiert seit 1998. Gemäß Einlagensicherungsgesetz schützt diese Einrichtung in der Regel Einlagen bis maximal 100.000 Euro je Einleger und vor allem je Institut. Viele Banken sind mittlerweile auch vereint, da muss man auch darauf achten, dass es immer nur für die gesamte Gruppe gilt. Und vor allem, wie viel Guthaben hat die gesetzliche deutsche Einlagensicherung im Fall des Falls zur Verfügung? Die deutsche Einlagensicherung verfügt nach Angaben der Europäischen Bankenaufsicht Ende 2022 über ein liquides Vermögen in Höhe von gerade mal läppischen 4,5 Milliarden Euro. Und diesem Betrag stand zum gleichen Zeitpunkt ein durch die Einlagensicherung abgesichertes Guthaben aller Banken in Höhe von gut 710 Milliarden Euro gegenüber. Das entspricht auf der Ebene des Bankensektors Deutschlands einer Deckungsquote von etwas mehr als 0,6%. Anders ausgedrückt gingen in einer schweren Finanzkrise alle deutschen Finanzinstitute in einem Dominoeffekt schlagartig pleite, so könnte die gesetzliche Einlagensicherung von 10.000 Euro Kundengeld beispielsweise gerade mal ca. 60 Euro zurückzahlen. Klingt nach sehr wenig, ist es auch. Und in den anderen EU-Ländern sieht es nicht besser aus. Hier einfach mal einen interessanten Einspieler, das passt sehr, sehr gut zu diesem ganzen Thema. Schaut hier einfach mal rein. Die Titanic sinkt. Wir hatten eine Kollision mit Unterwassereis. Aber wir haben doch Rettungsboote. Die Rettungsboote reichen bestenfalls aus für den dritten Teil der Passagiere. Rette sich, wer kann! Viele deutsche Banken bieten darüber hinausgehende private Einlagensicherungsinstrumente, wie zum Beispiel den Einlagensicherungsfonds innerhalb des Bundesverbands Deutscher Banken an. Während man damit den Kollaps einzelner kleinerer Banken relativ gut abfangen könnte, mit einer schweren Krise des Finanzsektors, mit all seinen engen Verflechtungen der einzelnen Geldinstitute untereinander, würden auch diese Sicherungssysteme logischerweise hoffnungslos überfordert sein. Ja, ähnlich wie wir es jetzt gesehen haben gerade ja, bei dem Trailer von Titanic. Und was wichtig ist, es gibt keinen Rechtsanspruch und es kann auch nicht funktionieren, wenn, wie gesagt, mit einer schweren Krise das gesamte Geldsystem kollabiert und der Staat nicht mehr eingreift. Doch für den Fall wurden ja bereits Vorkehrungen getroffen und in Zukunft sollen die Sparer haften. Enteignungsgesetze wurden ja schon verabschiedet, die meisten Sparer haben bis heute keine Ahnung davon. Ja, mein Fazit, die Einlagensicherungssysteme in Europa verfügen nur über sehr begrenzte finanzielle Mittel, weshalb selbst mittelgroße Bankpleiten zu Engpässen bei der Entschädigung von Anlegern führen. In der Vergangenheit ist in solchen Fällen meistens der jeweilige Heimatstaat eingesprungen, das haben wir gesehen 2007, 2008, doch jüngere Beispiele finden sich vor allem außerhalb der EU genannt, seien hier der beinahe Zusammenbruch britischer Pensionsfonds im Herbst 2022, der Crash einiger mittelgroßer Banken in den USA Anfang 2023 gefolgt von der spektakulären Pleite der Credit Suisse im Frühjahr letzten Jahres.
Und in all diesen Fällen mussten die jeweiligen Heimatstaaten und die großen Zentralbanken schnell und koordiniert eingreifen, um einen möglichen globalen Flächenbrand im Finanzsystem zu verhindern. Noch wurden hier alle Einlagen von Kunden, zum Beispiel Guthaben auf Giro, Tagesgeld oder Festgeldkonten, gerettet. Wie gesagt, noch zu all diesen Vorgängen findest du im Übrigen auch Videos hier auf meinem YouTube-Kanal. Doch auch in der EU gibt es ein Beispiel, aus welchem wir hier wichtige Lehren auf mögliche künftige Bankenzusammenbrüche in Deutschland ziehen können. Da es schon etwas länger zurückliegt, kann sich heute kaum noch jemand leider daran erinnern. Ich habe aber einen direkt Betroffenen hier vor Ort auf Zypern kennengelernt und möchte euch davon berichten. Und zwar am Höhepunkt der Euro-Krise 2012 hatte nicht nur Griechenland existenzielle finanzielle Probleme, sondern auch Südzypern stand unmittelbar vor dem Staatsbankrott. Die Republik Zypern, die den Südteil der Insel umfasst, trat am 1. Mai 2004 der EU bei. Schließlich wurde zum 1. Januar 2008 die Währung des Zypernpfundes abgeschafft und der Euro eingeführt. Und damit begann die Katastrophe. Erst schleichend und dann immer schneller. Im Sommer 2012 mussten die Banken mehrere Milliarden Euro wegen der Griechenland-Krise abschreiben und brachten Zypern so an den Rand des Staatsbankrotts. Die Regierung Zyperns sah keinen anderen Ausweg mehr, als bei der EU einen Antrag auf Finanzhilfen in Höhe von 17,5 Milliarden Euro zu stellen. Und dies entspricht etwa der jährlichen Wirtschaftsleistung des drittkleinsten Mitgliedslandes. Doch wer jetzt glaubt, dass die EU den Zyprioten hier selbstlos beigesprungen ist und die Ersparnisse der Privatpersonen gerettet hat, der täuscht sich gewaltig. Während die finanzielle Oberschicht es schafften, ihr Geld rechtzeitig noch ins Ausland zu schaffen, durfte der normale Bürger die Zeche bezahlen. Denn die EU verlangt am Ende langer Verhandlungen, dass erstmals Bankkunden auf einen Teil ihrer Einlagen verzichten sollten, um den maroden Finanzsektor zu stützen. Und das war ein bisher einmaliger Schritt, der nichts anderes als eine Enteignung darstellt. Ganz konkret, wer mehr als 100.000 Euro Bankguthaben hatte, musste eine Abgabe von bis zu 50% leisten. Und das gerade auch auf dem Rücken von hart arbeitenden Kleinanlegern, um die größeren Investoren nicht mit erhöhten Einbußen heranzuziehen und womöglich dauerhaft zu verschrecken, wie der ehemalige Eurogruppenchef Jean-Claude Juncker später zugegeben hat. Ja, und jetzt meine Frage an euch, an die Community. Glaubt ihr wirklich, dass im Fall eines Bankenkollaps in Deutschland oder der EU eure Konteneinlagen sicher sind oder wird sich der Staat schamlos an eurem Vermögen, eurer Altersabsicherung bedienen? Schreibt's mir gerne unten in die Kommentare. Wie ihr wisst, lese ich mir jeden Kommentar durch und ich bin auf jeden Fall gespannt. Die gesetzlichen Grundlagen für eine potenzielle Enteignung von Kunden und Gläubigern von bankrottgehenden Finanzhäusern sind im Übrigen auch schon geschaffen. Hier sei zum Beispiel erwähnt das Sanierungs- und Abwicklungsgesetz. Auch hier habe ich ein Video gemacht. Das würde ich euch auch nochmal verlinken und auch nochmal in die Videobeschreibung packen. Wenn ihr das noch nicht kennt oder auch andere Enteignungsparagraphen wie den Paragraph 314 Versicherungsaufsichtsgesetz, kann ich euch nur empfehlen, beschäftigt euch mit diesen Enteignungsparagraphen und kommt ins Handeln. Und wie gesagt, noch gibt es die Möglichkeit und das war mir halt nochmal wichtig, hier nochmal drauf einzugehen, dass sowas ja immer passieren kann und dass man sich auf jeden Fall hier schützen sollte und nicht ja allzu viel Geld auf Bankkonten belassen sollte. Ich persönlich würde jedenfalls nicht all das ganze Vermögen innerhalb der Haftungsunion halten oder in irgendwelchen Leistungsversprechen parken, sondern du solltest einen größeren Teil ja in sichere Standorte außerhalb der EU verbringen, um staatlichen Zugriff auf das sauer Ersparte so gut wie möglich zu erschweren. Das Handeln der Reichen auf Zypern ist hier ganz klar eine Lehre. Und wie gesagt, ich konnte hier mit einem direkt Betroffenen sprechen, der quasi über Nacht große Teile seines Vermögens verloren hat. Und das ist sehr bitter und es sollte jedem eine Lehre sein. Wenn du wissen möchtest, wie du jetzt noch dein Geld wirklich krisensicher anlegst, dann können wir gern ein kurzes Kennenlerngespräch führen, 15 bis 20 Minuten, um einfach zu schauen, ob und wie wir dir helfen können. Ich veranstalte auch regelmäßig monatliche Live-Webinare, wo ich auch nochmal im Detail näher auf das Ganze eingehe. Ich hoffe, ich konnte dir einen Mehrwert geben
Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, alles Gute, dein Daniel Sauer.